Hallo und herzlich willkommen bei Andreas Riembacher, Personaltrainer aus Karlsruhe. Wieder ein interessantes Thema heute für die Ladies. Für die Ladies mit dem Wunsch, einen knackigen Popo zu kriegen und der Empfehlung, jawohl, ihr Lieben, ihr müsst Kniebeuge machen bis zur Vergasung. Bis es nicht mehr besser geht, das heißt, everyday Kniebeuge, Squats, so tief runter wie es geht und so weiter und so fort. Auch diese Aussage muss man ganz klar als pauschal dahinstellen. Warum? Ganz einfach. Nicht jede Frau schafft es, durch die Kniebeuge eine maximale Belastung des Gluteus Minimus und Maximus zu erreichen, das ist der Popo, sondern viele Frauen haben das Problem, das gibt es tatsächlich, dass im Verhältnis die Oberschenkel zu dick werden. Natürlich, erstmal Grundvoraussetzung sollte sein, wenn es darum geht, natürlich den Po-Muskel zu treffen, dass man mit der Kniebeuge tief genug runter geht. Tief genug runter ist aber halt auch wieder pauschal, weil nicht jeder hat die Mobilität, eben die Kniebeuge tief genug auszuführen, sodass eine maximale Belastung des Po-Muskels mit einbezogen wird. Das geht nicht bei jedem. Und dazu gibt es eben einfach Damen, die haben von Natur aus relativ kräftige Oberschenkel. Und durch die Belastung, das heißt, die trainieren vielleicht auch noch ein Stück weit intensiv und leiten zu viel Belastung auf den Oberschenkel ab und wundern sich dann letztendlich auf Dauer, dass der Oberschenkel tatsächlich am meisten abbekommt, dass der sein Volumen verändert, die Hosen nicht mehr passen, aber der Po eben nicht wächst. So, was machen wir mit solchen Ladies? Bei solchen Ladies macht es auch Sinn, den Po, die Po-Muskulatur, isoliert zu belasten. Das bedeutet, dass wir für diese Ladies Übungen aussuchen, die zum Beispiel Becken heben, wie zum Beispiel Kickbacks am Kabel, wie zum Beispiel Beinstrecke nach hinten, unten mit Zusatzbelastung. Es kann der Trainer sein, kann auch eine Gewichtsbelastung sein, es gibt auch eine Maschine, die man nach hinten wegdrückt. Da wird der Po fokussiert. Raus isoliert, so weit wie möglich aus dem Bewegungsablauf, aus der Muskelkette. Und bei solchen Damen macht es Sinn, auch eben mit Isolationsübungen zu arbeiten. Was man auch nicht vergessen sollte, ist natürlich, wenn man Fokus drauf hat, dass die Oberschenkel nicht zu dick werden, natürlich die Wiederholungszahl zu erhöhen, mit hohen Wiederholungszahlen, Belastungszeiten über 45 Sekunden, 50, 60 Sekunden rauszugehen, im Kraftausdauerbereich eher zu arbeiten, wobei natürlich da auch das Problem ist, dass man eben nur noch im Ausdauerbereich arbeitet, was die Muskelfasern letztendlich auch nicht groß verdickt. Im Bereich des Po sollen sie ja ein bisschen kräftiger werden, dass der Po ein bisschen mehr Volumen bekommt. Also ist hier natürlich ganz klar die Ansage, liebe Ladies, bei euch ist angesagt, macht Isolationsübungen. Das heißt, ihr sollt die Kniebeuge nicht vernachlässigen, nur eben nicht nur Kniebeugen ausführen, nicht zu viel Kniebeuge ausführen, sondern eben auch mit Isolationsübungen arbeiten. Punkt bis hierher. Jetzt aber noch ein bisschen was dazu. Gerade wenn ihr einsteigt in den Fitness-Lifestyle, ins Fitness- und Krafttraining, dann ist es sowieso normal, dass am Anfang, im Anfangsbereich, die Oberschenkel etwas zunehmen. Also nach 2, 3, 4 Wochen muss man noch keine Panikattacken bekommen, dass der Oberschenkel ein bisschen größer geworden ist. Das ist völlig normal. Das ist ein Anpassungsverhalten an das Krafttraining. Wie wieder keine Panik bekommen, das ist völlig normal, weil der Muskel seine Glykogenspeicher erweitert, etwas mehr Wasser einlagert, nimmt etwas das Volumen des Oberschenkels zu. Ihr wollt natürlich, dass der Oberschenkel schlanker wird, wenn aber natürlich so eine Schicht Körperfett oben drüber ist, so 3-4 cm, dann ist halt in 3 bis 4 Wochen noch kein Zentimeter reduziert, weil so schnell geht es eben nicht. Aber unten drunter der Muskel wird besser durchblutet, lagert ein bisschen mehr Wasser ein, passt den Glykogenspeicher an, deswegen nimmt der Umfang vom Oberschenkel im Anfangsbereich ein bisschen zu. Also da bitte keine Panik. Und wenn es gar nicht läuft, dann hilft nur noch eins, den Trainer fragen, der Ahnung, der eine Ahnung hat. Yes! Und wenn es da so gibt, keine Ahnung, guckt mal nach in eurem Umfeld, vielleicht findet ihr jemand. Ansonsten, wenn ihr niemand findet, ich kann euch da bestimmt weiterhelfen. Also ihr Lieben, das war's schon zum Thema Kniebeuge, Po, Po-Muskulatur, strammer Po, schönes Volumen Po, welche Übungen, Isolationsübungen, Grundübungen und so weiter. Auch hier wieder, pauschale Aussagen gibt es nicht, sondern man sollte in der Regel auch als Personal Trainer immer versuchen, spezifische Aussagen zu machen für seine Kunden. Das kann man nur dann machen, wenn der Kunde hier ist. Deswegen muss man halt auch manchmal
allgemeine Aussagen treffen und die wieder ein bisschen verfeinern und spezifizieren. Dafür bin ich da, das ist mein Job. Bis dahin, macht's gut. Andreas Riembacher, Personal aus Karlsruhe, deine Fitness, meine Aufgabe.